Nach dem Sieg seiner konservativen Volkspartei PP bei der Parlamentswahl in Spanien fordert der amtierende Ministerpräsident Mario Rajoy nun das Recht zu regieren. Die Volkspartei konnte als einzige bei der Neuwahl ihr Ergebnis verbessern und kam auf 33% der Stimmen. Sie ist aber auf einen Koalitionspartner angewiesen oder auf die Duldung durch eine andere Partei. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil es nach der Wahl im Dezember nicht gelungen war, eine tragfähige Koalition zu schmieden. Zweitstärkste Kraft bei dem jüngsten Urnengang wurde die Sozialistische Arbeiterpartei. Trotz leichter Verluste zeigt sich der Parteivorsitzende zufrieden. Trotz aller Unkenrufe, die einen Rückschlag für die Sozialisten vorhergesagt haben und den Verlust unserer Relevanz, hat die Sozialistische Partei erneut bewiesen, dass sie eine führende Partei ist. Das Linksbündnis Podemos konnte seinen Stimmenanteil nicht verbessern, anders als von vielen im Vorfeld angenommen. Ich muss sagen, dass die Ergebnisse nicht befriedigend sind für uns. Wir hatten andere Erwartungen. Dass Sozialisten und Podemos eine Regierungsmehrheit zusammenbekommen, scheint ausgeschlossen. Die liberale Partei Ciudadanos hat bereits die Bereitschaft zu Koalitionsgesprächen mit der konservativen PP angekündigt. Die Gespräche könnten diesmal rascher verlaufen als zuletzt, da die PP einen komfortableren Vorsprung hat.